Wir wissen, was in der Closed Alpha zu Doom steckt. Wir wissen, wann der Beta-Test zu Overwatch losgeht. Und wir wissen, dass die Steuerfahndung selbst die erwischt, die sich in der Welt von The Witcher 3 verstecken. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Wir fangen an mit einer Nachreichung zur Sendung von gestern. Da hatten wir ja die Meldung, dass es Gerüchte gibt, dass in Destiny mehr Microtransactions geplant sind, unter anderem eben auch Dropraten, die man für echtes Geld kaufen kann. Und dazu hat sich jetzt Luke Smith von Bungie auf Twitter geäußert und erklärt, nein, wir haben nicht vorgehabt, noch haben wir das jemals vor, für echtes Geld Items zu verkaufen, mit denen sich die Dropraten im Kingsfall Raid verbessern. Blöderweise sagt aber dann weder er noch Bungie sonst irgendwas zu den anderen Items, zu denen es Gerüchte gab, nämlich den XP-Boostern und den Level-Boostern. Wer vor dem 26. Mai 2014 Wolfenstein The New Order gekauft und den beiliegenden Doom-Coupon registriert hat, der kann sich jetzt auf der offiziellen Webseite zum Closed-Alpha-Test zu Doom bewerben. Und auf dieser Webseite steht dann auch, was da drin steckt. Und das ist erstmal gar nicht so viel, denn der Closed-Alpha-Test soll erstmal nur als Techniktest für die Entwickler herhalten. Es ist nämlich nur eine Karte, die Karte Heatwave. Die kann auch nur in einem Modus gespielt werden. 6 gegen 6 Team-Deathmatch. Gibt auch nur einen Dämonen, den man spielen kann, den Revenant. Und eine Powerwaffe, nämlich die Gauss-Kanone. Bei den normalen Waffen sind es dann aber schon etwas mehr. Da gibt es nämlich die Vortex-Rifle, die Super-Shotgun, den Repeater, den Rocket-Launcher, die Static-Cannon, die Plasma-Rifle und als Ausrüstungsgegenstände einen Personal-Teleporter und eine Frag-Grenade. Wie gesagt, nicht verwechseln, diese Closed Alpha hat nichts zu tun mit der Beta zu Doom. Der Coupon, der Wolfenstein beiliegt, berechtigt auf jeden Fall zur Teilnahme an der Beta. Die wird aber erst später stattfinden und jeder, der diesen Coupon hat, kann sich jetzt eben nochmal on top für diese Closed Alpha bewerben. Wann die aber losgeht, das ist momentan noch nicht bekannt. Bisher hieß es ja nur, diesen Herbst beginnt die Beta zu Overwatch. Jetzt wissen wir auch, wann sie losgeht, nämlich am 27. Oktober in Nordamerika. Wenn man nämlich auf der offiziellen Webseite etwas weiter nach unten liest, steht da, dass Europa und Asien zwar auch noch auf jeden Fall diesen Herbst den Beta-Test bekommen werden, aber wann der genau losgeht, ist noch nicht bekannt, vermutlich aber einige Tage bzw. Wochen nach dem US-Start. Trotzdem kann man sich schon jetzt auf der offiziellen Webseite für den Beta-Start anmelden. Und außerdem gibt es heute ab 19 Uhr einen Livestream von Blizzard. Da möchte man dann auch alle Inhalte zeigen, die man in der Beta spielen kann. Am Ende kriegt der Fiskus sie alle, selbst wenn sie sich in der Fantasy-Welt von The Witcher 3 verstecken. Mit dem Add-on Hearts of Stone kommt nämlich ein Steuereintreiber ins Spiel, der die Spieler besucht, die Exploits in The Witcher 3 ausgenutzt haben. Wer also zum Beispiel jede Menge Kühe rund um Weißgarten gemeuchelt oder tonnenweise Perlen angehäuft hat, der bekommt Besuch vom Steuereintreiber und muss sich vor dem rechtfertigen und auch eine Strafgebühr bezahlen. 200% aller Einkünfte aus diesen Exploits muss man als Strafe zahlen. Wenn man zugibt, dass man das getan hat, wer nämlich einfach sagt, nö, ich bin unschuldig, habe damit nichts zu tun, der wird nochmal so davongelassen und bekommt sogar noch eine Belohnung für seine Ehrlichkeit. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns dann morgen zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen.